Willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Und wie man merkt, habe ich ein neues Mikrofon bzw. Headset, weil das alte kaputt gegangen ist. Quack, du siehst ja noch ganz normal aus, du bist kein einfacher Junge. Quack ist unter 1 in Kakariko, ich frag mich, wie es meinen Kollegen geht. Quack, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quack, bitte, Quack. So, also das ist einer, der wahrscheinlich in die dunkle Welt gegangen ist von früher. Und der muss hier hin. Was mein Headset angeht, mein altes, da ist die eine Seite irgendwie auseinandergebrochen. Und das Mikrofon ging auch nicht richtig, es hatte irgendwie einen Wackelkontakt. Und ist auch noch extra abgebrochen. Zauberspiegel. Hallo? Jetzt habe ich ein neues, ich weiß nicht, ob das viel besser ist. Na, das ist mal eine gute Sache, du hast meinen Kollegen gefunden, vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht das Gefühl, dass es so viel besser ist, beziehungsweise ob das überhaupt besser ist. Jetzt ist es zwar im ersten Praxistest, aber ja. Ich will meinen... Geht das irgendwie? Ich will mein Schwert stärken. Muss ich da noch reingehen? Jetzt vielleicht? Ja, genau. 10 Rubine. Abzocke. Ja. Jetzt ist es kaputt. Ist es fertig? Ich muss bestimmt irgendwie... Ja, das war wack. Okay, das ist eine Schatztruhe, aber darum kümmere ich mich später. Ja, warte mal. Hat das jetzt schon gereicht? Nee, anscheinend nicht. Ich gehe einfach jetzt mal hier nach links und dann. Zack. Jetzt haben sie es hoffentlich fertig. Ah, nice. Glückwunsch, das Schwert ist stärker geworden. Okay. So, und das ist jetzt das Tempered Sword, heißt das. Was so viel bedeutet wie gestimmtes Schwert. Oder temperiertes Schwert, wenn man es in Fachsprache will. Was mache ich jetzt? Yay. Bringt das was? Geh weg. Oh nein, das sind die toten Hühner. Aber die gehen nicht auf mich los, das ist gut. Ah, Junge. Das war vorhin, glaube ich, noch nicht da. Herzteil. Oh nice. Da-da-da.
Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. So, ich habe wieder mal nachgeguckt, was ich machen muss, aber jetzt habe ich direkt einen Fehler gemacht. Und zwar muss ich, darf ich nicht sprinten. Am besten, ich schneide das Ganze. Gut, hier muss ich hin. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht. Magische Flasche. Also noch eine vierte sozusagen. Gut. So, laut meiner Komplettlösung muss ich jetzt hier runter irgendwo hin. Oder bin ich hier falsch? Nee. Hier muss ich bloß hochkommen. Und ich weiß auch schon wie. Zack. Danke. Jetzt geht's zurück in die Dark World. Hier geht einiges ab. Hier ist an der Seite soll angeblich irgendwas sein. Genau hier. Na komm. Nein, Link, du sollst nicht wieder hochlaufen. Werde ich dieses Rätsel lösen können? Nächstes Herzteil, Nutz. Und es geht wieder raus. So, als nächstes geht's in die nordöstliche Ecke. Hier hin, ungefähr so. Ich will mal hier hin. Zack. Oh, jetzt stehe ich direkt. Jetzt stehe ich drauf. Fail. Zack. So, und hier drin gibt es noch ein Herzteil. Wenn ich einfach nur so mache, geht das? Da komme ich nicht mehr raus, wenn ich das verschieb. Oder? Ah ne, das war ja einfach. Hab's mir schwieriger vorgestellt. So, jetzt geht's zum nächsten Dungeon. Link rennt erstmal wieder in einen Kaktus und nochmal, warum mache ich das? Ja, ein bisschen, ich schneide das. Oder mal, ich habe doch die Flöte, fällt mir gerade so ein. Danke. Zack. Da muss ich nur minimal schneiden. Ich habe letztens den ersten Part geschnitten. Ich weiß nur nicht, ob ich damit schon so zufrieden bin. Warte mal. Ich muss da hoch irgendwie, hä? Ach da. Wie konnte ich hier dran vorbeischwimmen? I don't know. So, wo bin ich jetzt? Da. Achso.
Ja, Nummer 5, logisch. Okay. Wait. Okay, das schneide ich jetzt kurz raus. Oder nein? Ach nein! So, ich habe mich gerade entschieden, dass ich das erst im nächsten Part mache. Oh shit, Junge, ich hasse dich. Ich bin gerade draufgegangen, habe auch gesehen, dass habe bemerkt, dass ich das mit der Overworld schon gemacht hatte. Deswegen finde ich es jetzt sinnlos, diesen Dungeon noch anzufangen. Also dann bis zum nächsten Part.